Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgenkatze. Und damit guten Morgen, liebe Menschen. Einen wunderschönen Start in den Montag, würde ich auch noch fast dazu sagen. Ist es der Start in den Montag? Es ist der Start. Ist es der Start? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, es ist der Start in den Montag. Leute, wir haben heute wieder eine komische Folge, nennen wir es mal so. Weil ich sonntags immer wieder zwischen Aufnahmen und so weiter bin, beziehungsweise immer wieder zwischendrin bin. Wir hatten das letzte Mal hier geterraformt. Und ich momentan auch wegen dem Streit mit mit Vodafone so ein bisschen, nennen wir es, eingespannt bin. Weil ich da momentan viel hinterherlaufen muss, dass da Dinge funktionieren und Dinge passieren. Wer das nicht mitgekriegt hat, ich bin momentan ja eigentlich daily am Streamen. Aber gestern ist es leider zum wiederholten Male, ich glaube mittlerweile ist es, glaube ich, das 20. oder 30. Mal sein in den letzten 4 Monaten, dass es nicht möglich ist, mit meiner Internetleitung zu streamen. Egal wie niedrig ich es drehe und egal was auch ist, meine Internetleitung funktioniert in der Hinsicht nicht mehr. Aber dann, ja, ärgere ich mich danach immer mit dem Support rum und das nimmt mir immer eine Menge Zeit, weil Telefonsupport rumärgern bedeutet immer, du rufst dort jemanden an. Du sitzt erstmal für 15 Minuten in der Warteschleife, trotz Businesskunde, und musst dann im Nachhinein gucken, dass die Leute, die dich im Nachhinein deswegen anrufen, weil du irgendetwas an Technik oder sowas wieder neu starten sollst oder so ein Kram, also so theoretisch den Teil, der nicht existieren sollte, der verbraucht immer eine Menge Zeit. Das ist bei mir immer regelmäßig so, dass da die Techniker mich dann darauf hinweisen, meinen Router neu zu starten. In einem Fall haben sie gesagt, ich soll meinen Router neu starten, weil er wäre jetzt schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr neu gestartet worden. Für die Leute, die das technische Verständnis nicht haben. Dieser Dirtblock hier, okay? Dieser Dirtblock hier ist eine doofe Situation, wie ich das hier erklären kann. Versuchen wir es an einer anderen Stelle. Versuchen wir es an der Stelle hier. Dieser Dirtblock hier fließt, okay? Das ist Elektrizität. Der ist jetzt hier angekommen und an der Stelle ist mein Router. Der Block existiert für mich nur, wenn Elektrizität existiert, okay? Nur um das Grundverständnis dafür herzustellen. Wenn nun also 2 Tage vorher jegliche Sicherungen im Haus rausgefallen sind, ist die Aussage, dass mein Router seit gewisser Zeit, seit, ich glaube, was er gesagt hat, 28 Tagen oder sowas, nicht mehr neu gestartet wurde, schlicht und ergreifend faktisch falsch. Und solche Sachen, mit denen ärgere ich mich gerade rum. Einer der Gründe jetzt, warum ich jetzt momentan wieder so ein bisschen in Zeitdruck bin, weil ich möchte die Folge gerne produzieren. Wir kennen die ganze Geschichte von früher, so, oh ja, man ist jetzt so ein bisschen dran. Ich muss einen Zeitpunkt finden die nächsten Tage, wo ich da komplett wieder vorproduzieren kann für das komplette Thema. Jetzt gerade konnte ich es locker einrichten, hätte ich es jetzt nicht einrichten können, hätte es halt sein können, dass die nächsten Tage keine Morgenkatze kommt. Wenn ich morgen zum Beispiel es nicht schaffen sollte, die Folge dann zu produzieren oder Folgen zu produzieren, dann kann es wieder sein, dass es ein bisschen später ist. Oder dass es wieder einen Ausfall gibt. Da möchte ich mich von vornherein für entschuldigen. Das Ganze führt einfach auf sehr viele verschiedene Sachen zurück. Eine Sache davon ist schlicht und ergreifend der Drecksladen Vodafone. Anders kann ich es nicht mehr freundlich ausdrücken. Aber ja, ich bin eine feine Miezekatze. Wir haben hier jetzt mittlerweile vom Terraforming her schon genug gemacht. Wir hatten ja gestern gesagt, wir wollen hier vielleicht ein bisschen was an Feld vorne dran setzen. Jetzt gibt es dazu einen kleinen Gag. Wenn wir hier gucken, okay, wir haben hier eine mittlere Stampede, wollte ich sagen. Eine mittlere Fläche. Guten Tag. Bedeutet, wir machen mal gerade hier so zu. Das bedeutet, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 bis in diese Richtung. Und können theoretisch auch noch 4 bis in diese Richtung nehmen. Und können das komplett als Feld aufziehen. Und das Ganze am besten so. Genau. Dadurch haben wir zwar durch die Deko-Elemente ein bisschen was verloren, aber ich zeige euch gleich, was ich meine. 1, 2... Wir setzen hier so und so. Um ein Feld anzulegen, brauchen wir von der Wassersource oder von dem letzten Wasserblock, der in der Gegend ist, 4 Blöcke Abstand. Das bedeutet, das geht bis hier. Das geht bis hier. Und das geht bis hier. 1, 2, 3, 4. Natürlich noch bis hier. Das ist zum Beispiel keiner. Seht ihr, hat sich zurückverwandelt. Habe ich mich eigentlich verklickt, aber schöne Demonstrationswege. So, damit das Ganze hier funktioniert, müssen wir dann ganz kurz mal gucken, dass wir das gleich auch noch richtig ausleuchten, das Feld. Das sollte aber nicht das größte Problem sein und wir sollten uns hinlegen, damit wir da keine Probleme bekommen. Oh, ich liege neben dem Bett, das ist aber unschön. Und nein, und nein. Entschuldigung. Upsala. So,
Und wir schwupseln hier weiter. Jemand hat mir übrigens vorgeschlagen, ich soll die Lamas töten in den Kommentaren und die Leinen von denen nehmen. Nein, wir töten keine Lamas. Wir töten Lamas dann, wenn ich da Lust drauf habe, besser gesagt. Und nicht jetzt. Jetzt gerade töten wir keine Lamas, okay? Nein. So, wir haben hier... Möglichkeit, das Ganze so hinzustellen, dass wir hier noch Cobblestone haben. Schönes Feld daneben. Funktioniert auf jeden Fall und das können wir jetzt gerade mal bepflanzen, damit es da eine Bepflanzung gibt. Es gibt ja mittlerweile Waterlock. Das bedeutet, wir können die notwendige, nennen wir es mal freundlich, wir nehmen die Fackel mit. Wir können die notwendige Wasserquelle hier vorne einfach mit einer Fackel abgleichen. Das Wasser darin bleibt bestehen. Also wenn ich jetzt hier draufklicken würde, da ist kein Wasser, weil hier schon Wasser drin ist. Und da oben drauf können wir jetzt noch eine Fackel stellen. Dadurch haben wir das Light-Level von allen Blöcken hier bis zu einem gewissen Light-Level erhöht. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier wieder gucken, Client-Light liegt wieder bei 15 und der Block von mir hier wäre jetzt bei 5. Das bedeutet, wir legen hier eine Fackel hin, wir legen hier eine Fackel hin und wir gucken, dass wir hier an die Stelle sowie an die Stelle noch eine hinlegen. Und jetzt müssen wir hier gucken. Block ist 9. Alles hier richtig im ausgeleuchteten Gefilde. Wundervoll, alles so in Richtung 9. Und hier auch hier auf dem Feld haben wir an der Stelle hier vorne trotz alledem unsere 9. Wunderbar. Das bedeutet, wir können hier jetzt Sachen drauf anpflanzen. Und der lohnenswerteste Teil, nenne ich es mal, für uns, den wir anpflanzen könnten, wären Potatoes komplett. Da wir aber momentan sowieso auch noch andere Sachen nachzüchten können, würde ich sagen, wir können auch im Allgemeinen das ganze Zeug, was wir haben, anpflanzen, um da ein bisschen was von aufzubauen an Ressourcen. Eher für die Truhe, weil das ist fein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann nehmen wir hier die Mitte für 8. Dann machen wir hier jeweils immer 4. So, und den Rest machen wir jetzt mit den Seeds voll. Das gibt uns auch ein Advancement. Und fein. Eigentlich müssten wir hier jetzt gerade noch ein bisschen weiteren nachsuchen. Wir können theoretisch Gras wieder abreißen, damit wir das können. Aber ich glaube, das müssen wir gerade nicht tun. Wir haben noch genug in der Zukunft zu pflanzen, würde ich es mal sagen. So, wir sollten aber trotzdem den Dirt, den wir jetzt im Laufe der Zeit aufgesammelt haben, zum Füllen von einigen unserer Problemstellen hier nutzen. Ich weiß, jetzt ist am Anfang sehr viel Terraforming, das nervt natürlich. Mine und so weiter wird auch noch alles folgen, aber Terraforming am Anfang ist eigentlich nicht ganz so unwichtig, weil ich immer Terraforming für die nachträglichen Strukturen und fürs Ausleuchten und sowas relativ wichtig finde. Bedeutet, wenn wir jetzt hier irgendwo eine Mobfalle bauen wollten oder sowas, dann müssten wir sowieso gucken, dass wir das richtig geterraformt haben. Dann lasst uns doch gerade am Anfang ein bisschen terraformen, statt den Dirt hier zu sammeln und so lange aufzuhorten, bis wir neue Truhen dafür brauchen. Stattdessen benutzen wir zum Beispiel Dirt als unnötigen Baustoff schon direkt immer akut, in dem Moment, wenn wir es gerade haben, und bauen so ein bisschen durcheinander. Es ist ein bisschen Chaos, aber es ist gleichzeitig auch eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Da könnt ihr ja eure Meinung zu äußern, das finde ich immer ganz nett. So, uiuiui, da haben wir schon wieder ein zu viel gesetzt und schon wieder ein zu viel gesetzt, ja, ja. Oh, nein. So, wir haben mindestens noch einen Stack. Ich glaube eher, dass wir noch 2 haben. Wir haben noch 4, okay. Huiuiuiui. Da ist ein huiuiuiui. Bidibadibidodo. Hier, finde ich, irgendwo können wir dann irgendwann anfangen, die Stufe nach unten zu setzen. Je nachdem, wie wir es brauchen. So. Oh, wo bringe ich denn heute eigentlich noch den Stream unter? Es gibt nur noch die Möglichkeit, dass wir theoretisch später einen Shiny-Hunt-Stream machen. So, nach den TTT-Aufnahmen fällt mir gerade auf, für die Daily-Streams würde es gerade nicht funktionieren. Das ist interessant. Das habe ich komplett vergessen, dass ich heute noch streamen muss. Oder wollte. Und die Zeit will ich mir dann auch nehmen. Aber das funktioniert ja nicht. Verrückt. Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, über was ich reden wollte. Also, es ist jetzt ein kompletter Tag vergangen und ich habe es nicht geschnallt. Von dem her,
Was willst du machen, ne? Was will man tun? So. Schöne Oxide Daisies da vorne. Wir haben ja hier sowieso... Oh. Aber wenn wir sowieso gerade noch hier sind, können wir auch noch den Teil hier wegnehmen. Und hoffen, dass wir hier genug Seeds rausbekommen. Nicht annähernd genug. Auch noch mindestens zwei weitere. Wohl eher drei. Eins. Zwei. Und drei. So, oh. Da ist unser letzter. Ich sage, das reicht jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ha! Perfekto, Mato. Wundervoll. Das bedeutet, hier, guck mal, das Gebiet ist doch schon mal schön freigeräumt gerade. Das ist doch super. Wir müssen noch ein bisschen weiter mit dem Terraforming machen. Aber wir werden nach und nach immer super dabei sein, das Ganze zu kriegen und so, wie wir es brauchen. Das ist doch eine super Geschichte. Und wir holen als nächstes Gravel, habe ich das Gefühl. Wir haben noch eine komplette Schaufel dafür über. Ja, wir haben noch eine komplette Schaufel dafür über, aber wir nehmen eine Treppe gleich mit. Eine Treppe? Eine Türe, wollte ich sagen. Eine Türe nehmen wir mit. Wir gehen Sand, Gravel und so weiter holen aus dem Meer am besten. Dafür nehmen wir eine von den Türen noch mit. So. Sonne steht hoch am Himmel. Das ist also fein. Müssen wir nur hoffen, dass ich es irgendwann zurückfinde. Minus 300, minus 1700. Okay. Minus 300, minus 1700. Das kann ich mir merken. Hoffe ich. Kann mir ja sonst nicht viel merken, aber das hoffe ich, dass ich mir das merken kann. Minus 300, minus 1700. Au, das hat wehgetan. Hier ist Clay. And it's okay. I'm alright. On my way, cause I'm a super cat. Und super cats mögen fliegen. So. Ah ja. Da ist ein Hottehü. Wir haben keinen Sattel, also können wir Hottehü gerade nicht glücklich machen. Minus 300, minus 2000. Minus 1700, nicht 2000. Minus 2000 ist meine Eselsbrücke. Da ist wieder ein Bienchen. Ein kleines, feines Bienchen ist dabei. Und es wartet immer nur auf mein Geschrei. Da ist ein Flussbett in der Mitte. Und da ist Clay und Gravel dabei. Das ist fein. So. Wundervolle Geschichte. Bisschen Sand abbauen um uns herum. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So. Die Geschwindigkeit sollte so gehen. Und nachher können wir alles aufsammeln. So, jetzt müssen wir den unter uns abbauen. Müssen die Treppe wieder, die Türe wieder reinkriegen. Ich würde sagen, die beste Position dafür ist gerade hier. So, ein bisschen was von den ganzen Flächen abbauen. So, den Gravel brauchen wir später für den Weg, weil ich bin kein großer Freund von den Dreckwegen. Die sind zwar zwischendrin mal ganz cool für Gebäude, die werden wir auch bestimmt noch benutzen, aber ich will heute einen Oldschool-Weg bauen. Da ist Gravel, nicht Gravel, wie heißt das denn? Clay. Allgemein ein bisschen was an Sand noch hier. Ja, Gravel für Katze. So. Alles in allem dürften wir jetzt das Zeug hier einfach aufsammeln und die Sache ist geregelt. Was denkt ihr, ist ungefähr ein Stack, würde ich sagen. Ungefähr ein Stack Gravel wird es wohl sein. So. War gerade Leben am Leben mit Menschen. Wir waren schon fast wieder tot. Also am Ertrinken. Erstige, ertrinke, wie man es nennen will. Okay. So. Gut, den Gravel hier vorne sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Hier unten liegt noch einer.
Ich habe jetzt gesagt, ungefähr ein Stack haben wir. Ja, ein Stack und 11 haben wir jetzt gerade. Das ist okay. Das ist gut. Eher in der großzügig geschätzten Sparte. So. Ja. Oh. That's a problem now. Oder in die Richtung müssen wir gehen, um nach Hause zu kommen. Da ist Hundi. Wir haben keine Knochis dabei. Aber das ist okay. Hüpfen, hüpfen. Eines hüpfen. Okay. Da ist ein Lavasee. Da ist ein Skelett und das Skelett sieht grummig aus. Mit seiner verzauberten Rüstung. Das ist nicht fein. Und wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen, Jensen. Ich will nur noch ganz schnell nach Hause huschen. Müssten wir ja theoretisch bald ankommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir haben keinen Bogen, oder? Ne, wir haben keinen Bogen. Wir sollten eigentlich noch eine Spinni töten, wenn wir hier gerade eine sehen irgendwo. Ah, okay. Eine Spinni. Sehr schön. Und zu Hause. Und da haben wir jetzt schon wieder das gleiche Problem wie zuvor auch. Weswegen ich sagen würde, das hat funktioniert. Wir liegen und gleich sterben alle bösen Monster. Klick, klick. Bin vom Feld fernhalten. Okay. Gut, die sind beide gesterpselt und hier vorne haben wir noch die Spinnies. Die können wir jetzt eigenhändig weghauen. Schön. Sehr fein. Ja, wir haben ein Feld gebaut. Mit einer Hoe. Die habe ich nicht mehr im Winter. Da ist sie. Hier. Ja, wir haben ein Feld gebaut. Wir sind fein. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat, liebe Menschen. Wir haben heute über nichts geredet, sondern wir haben einfach nur allgemein wieder weitergespielt. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao.